Hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich werde ja regelmäßig gefragt, weil ich erzähle ja im Discord ganz oft darüber, dass ich koche. Und dann fragen mich immer die Leute, mach doch mal ein Video darüber, weil wir glauben dir nicht, dass du kochen kannst. Ja, wir machen heute Pfannkuchen zum Frühstück. Denn ich habe eine neue Pfanne gekriegt. Die sieht so aus. Guckt euch das mal an. Die hat so ein Muster drin. Die habe ich bei Kickstarter, habe ich mal die gegönnt. Von Crowdcookware. Ich weiß nicht, ob die was taugt. Der hat so ein Honigwabenmuster drin und drunter eine Antihaftbeschichtung. Bedeutet, wenn man hier jetzt mit einem Metallteil drin rumkratzen würde, geht die Antihaftbeschichtung nicht kaputt, weil diese Honigwaben einen Tick höher sind. Wenn es nicht funktioniert, nehme ich meine klassische Pfannkuchenpfanne her, die ich eigentlich immer dafür hernehme. Was brauchen wir, um Pfannkuchen zu machen? Wir brauchen relativ wenige Zutaten. In unserem Fall brauchen wir natürlich eine Pfanne. Wir brauchen Milch. Wir brauchen Mehl, Butter, Salz und Eier. Wie viel wir von allem brauchen, schauen wir uns mal an. Wir fangen mal mit den Eiern an. Also ich klopfe da immer so, keine Ahnung, 4 Eier oder sowas rein. Ich meine, rezepttechnisch braucht ihr bei mir jetzt nicht glauben, dass ihr hier irgendwie was Vernünftiges kriegt mit Mengenangaben und so. Ich nehme seltenst Mengenangaben her. Deswegen, 4 Eier ist mal ein guter Anfang. Und die gesamte Mengenangabe mache ich eigentlich immer über die Milch. Also ich überlege mir immer, wie viel ich brauche. Also hier habe ich jetzt 1 Liter Milch. Und jetzt klatschen wir hier mal einfach einen halben Liter Milch rein. Also man kann das jetzt natürlich auch mit dem Messbecher abmessen. Das ist jetzt ungefähr ein halber Liter Milch. Wenn ich jetzt für 2-3 Personen was mache, dann nehme ich einen halben Liter Milch. Wenn ich jetzt ein bisschen Rest haben will oder für mehr Personen koche, dann nehme ich 1 Liter Milch, einen ganzen Liter. Wir brauchen noch Salz. Hier jetzt ein kleiner Trick des Tages. Wir haben hier einen Salzstreuer. Wir reiben das Ganze hier in den Deckel rein. Dann sehen wir, ah, okay, ja, das passt von der Menge. Und werfen das rein. Also gerade eine Prise Salz, da muss man nicht direkt drüber reiben. Dann versaut man da nichts. Nachdem wir die Küchenmaschine uns so angeworfen haben, beziehungsweise den Mixer uns angeworfen haben, nehmen wir einfach ein paar Löffel Mehl und packen die zu unserer Mischung aus Milchsalz und Ei dazu. Und wir arbeiten jetzt nicht nach Rezept, wir arbeiten rein nach Konsistenz. Wir brauchen jetzt hier nicht irgendwie, keine Ahnung, so und so viel 100 Gramm reinpacken. Wir werfen einfach Mehl rein, wie wir lustig sind, nicht zu viel am Anfang und schalten ein und rühren mal. Wie man jetzt erkennen kann, wenn man den Besen, den Schneebesen rauf und runter macht, sieht man, das ist noch relativ flüssig. Wir brauchen also noch ein bisschen mehr Mehl. Wir wollen keine ganz feste Konsistenz hinkriegen, wir wollen eine mittelflüssige Konsistenz hinkriegen. So sieht es jetzt schon mal gut aus. Wenn wir jetzt mal einen Löffel nehmen und das so über den Löffel laufen lassen, kann man schon erkennen, das ist nicht mehr total flüssig. Aber es hat auch so eine leicht cremige Konsistenz. Das reicht für uns. Wenn es zu fest wird, dann wird es schwierig, dass wir es verteilen in der Pfanne. Wenn es zu weich wird, dann schmeckt es einfach nicht. Deswegen, die Konsistenz hier ist eigentlich super. Wir benötigen jetzt die wichtigste Zutat. Und diese Zutat ist auch der Grund, warum es auf allen Hütten so viel besser schmeckt, als wenn man es daheim selber nachkocht. Wir brauchen Butter. Und zwar in der Regel viel Butter. Deswegen schmeckt es auf den Almhütten einfach viel, viel besser wie irgendwo anders, weil die halt einfach richtig viel Butter reinhauen. Ups. Ich bin mal sehr neugierig, wie gut die Pfanne funktioniert. Temperatureinstellungstechnisch, man braucht so eine mittlere Temperatur für die ganze Thematik. Ich meine, meine Herd geht von 1 bis 9. Ich stelle ihn so auf 6 oder 7. So, nachdem die Butter aufgeschmolzen ist, oder der Butter, die Butter, schreibt es in die Kommentare. Nachdem das da drin aufgeschmolzen ist, nimmt man einfach eine Kelle, haut eine Portion da rein. Oh, 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 oh Gott. Das muss ich jetzt, oh mein Gott. Das wird jetzt gleich spannend. Die Pfanne ist wirklich, normalerweise tue ich das, den Teig so verteilen mit der Pfanne. Das wird gerade schwierig, da die Pfanne scheinbar echt eine sehr gute Anti-Rutsch-Beschichtung hat. Also der Teig ist, der rutscht weg, wenn ich ihn verteilen will. Ah, jetzt geht es ein bisschen. Jetzt ist er ein bisschen angepappt. Aber der flutscht echt schon mal gut, bin ich schon mal happy. Und nun heißt es einfach, das was man beim Kochen immer benötigt, ein wenig Geduld, Zeit, bisschen warten. Bei der Antihaftpfanne immer so ein bisschen schütteln. In dem Fall sieht man es. Links ist er noch locker, rechts klebt er noch fest. In der Regel, wenn er fertig ist auf der Unterseite, also wenn er fertig gebacken ist, ist er komplett beweglich in alle Richtungen. So. Kann
man jetzt sehen, jetzt hat er sich wunderschön gelöst von der Pfanne. Scheint echt gut zu gehen. Dann kommt der große Moment, wir müssen ihn umdrehen. Das kann man jetzt mit irgendeinem Teile machen, unten rein und umdrehen. Wir coolen Party-People machen es natürlich, indem wir ihn werfen. So, ja, und dann haben wir hier unseren ersten goldbraun gebratenen, wunderschönen Pfannkuchen. So, ich würde mal sagen, schlecht sieht der nicht aus. Die Pfanne geht einigermaßen gut. Ich packe immer noch ein bisschen Butter wieder dazu rein, wenn ich dann den nächsten mache. Wenn die einmal auf Temperatur ist, geht das eigentlich echt gut. Einfach wieder anständig Teig rein, Butter rein. Und wie gesagt, Butter ist der Grund, warum das überall so lecker schmeckt auf den ganzen Almhütten. Weil ihr einfach richtig viel Butter reinpacken. Ja, was gibt es sonst noch zu beachten? Eben die Pfanne immer so ein bisschen schwenken, damit man entsprechend die Schicht sieht, ob man schon fertig wird. Oh, die Haftpfanne geht echt gut. Immer so ein bisschen schwenken das Ganze. Und wenn man eben den Pfannkuchen zu früh umdreht und der nicht entsprechend hell, dunkel genug ist, noch zu hell ist, dann einfach nochmal umdrehen. Ihr habt ja gesehen, wie leicht das Werfen geht. Einfach hier so ein bisschen mit Schwung die ganze Geschichte halten und schwupp und schon ist er umgedreht. Ne? Also das Werfen geht echt leicht. Das ist ein bisschen Übungssache. Da versaut man sich vielleicht mal 3-4 Dinger, aber dann hat man das gelernt und dann geht das. Rentiert sich nämlich auf jeden Fall. So wie der wäre mir jetzt zu hell. Also den muss ich danach jetzt nochmal umdrehen, so als Beispiel. Ja, wenn dann die Pfannkuchen oder auf Österreichisch Palatschinken oder Omeletten, wenn die Dinger fertig sind, kann man es natürlich beliebig bestreichen, wie man es gern hätte, mit Nutella, mit Zimt und Zucker, mit Vanilleeis. So, der Pfannkuchen ist soweit fertig. Ich wünsche euch einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Kann ja mal öfter Kochvideos machen, wenn ihr das wollt. Ansonsten sehen wir uns im neuen Jahr wieder, wenn ich keine Kochvideos machen soll, mit Elektrotechnik-Videos und freue mich schon drauf. Bis dann! Oh, ist der knusprig. Ein Traum. Hört man das, wie knusprig der ist? So knusprig.